8. März, Internationaler Frauentag. Wir Grünen in NRW wollen uns in diesem Jahr mit dem Thema Erwerbsarbeit von Frauen auseinandersetzen. Denn Frauen, trotz aller Erfolge in der Frauenbewegung, verdienen Frauen immer noch weniger als Männer für gleichwertige Arbeit. Es sind im Schnitt 22%, der sogenannte Gender Pay Gap. Und es sind im ländlichen Raum sogar bis zu 33% weniger, den Frauen als Männer verdienen. Wir möchten, dass hier Abhilfe geschafft wird. Wir möchten, dass Frauen Minijobs und Teilzeitbeschäftigungen, von denen sie nicht leben können, dass sie hier rauskommen, dass sie von dem, was sie erwerben, auch leben können. Wir möchten einen flächendeckenden Mindestlohn und wir wollen vor allen Dingen darauf achten, dass Frauen aufgrund dieser Rahmenbedingungen nicht in Altersarmut rutschen. Mädchen und junge Frauen machen heute die besseren Bildungsabschlüsse als ihre männlichen Altersgenossen. Trotzdem kommen sie weitaus seltener in den Aufsichtsräten von großen Unternehmen an oder auf den Lehrstühlen von Hochschulen. Deswegen fordern wir eine gesetzliche Quote für die Aufsichtsräte von Unternehmen und eine Quote nach dem Kaskadenmodell für die Hochschulen, damit Frauen auch in den Führungsetagen endlich die Hälfte der Macht und die Hälfte der Mitbestimmung für sich haben können. Die Kehrseite der Medaille ist leider, dass immer noch der größte Teil der Beschäftigten im Niedriglohnsektor weiblich ist. Deshalb braucht es für die eigenständige Existenzsicherung von Frauen zwingend einen gesetzlichen Mindestlohn.